gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Scheiße! Halte Kurs auf die Insel! Ich halte sie auf! Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was
ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Na, das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Alter Schwede, bist du leicht. Die Schwester geht nun zur Vater? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Wie erinnere ich mich? Wie geht es, Pater Duffy? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Hier lang. Das war leicht. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay. Ohne Mumm, kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter.
So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Hängst du auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh Mist! Komm. Geschafft. Ja, natürlich. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das, Nate. Okay, dann mal los. Okay. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow, das ist nicht anders. Geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... Was, in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh?
Pues bien. Acabemos con esto. Lanos. ¡Trae una paliza! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡No dejes que este tipo te gane, Gustavo! ¿Te gusta esto? ¡Golpéalo! ¿Eh? A ver cómo te sales de esta. ¡Gustavo! ¡Mate a este gringo! ¿Qué tal esto? ¡Ich los Arschloch! ¡Y míralo! ¡Gánalmelo! ¡Hey, zurück! ¡Lucha como un hombre! ¿Qué? ¡Dale una paliza! ¡Puedes hacerlo! ¡Celos! ¡Ven ahí! ¡Acaba con él! ¡Vuelve ahí! ¡Thompson, amigo! ¡Tópele la cara! ¡Estás por meterte con nosotros! ¡Derríbalo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Grande! ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Vuelve ahí! ¡No puedes con mi... ¡Mist! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Amigo! ¡Las pinglos! ¡Ya basta! ¡Vete! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¡Eres Wackerkampf! ¿Una kleine? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cájalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay, calmate. Por favor. No me dejes ir adentro de nuevo. Por tu culpa, pendejo.